Ich habe einen Vorteil. Ich kann neu und neu laden, wie oft ich will. Na komm, wir können so oft neu laden, wie wir wollen. Also selbst wenn wir diesen Kampf nicht hinbekommen, du wirst uns niemals schlagen können, denn wir haben die Kraft des Respawns auf unserer Seite. Auch wenn wir erstmal... Der hat 112 Leben? Unser Höchstwert hat 48. Vielleicht nehme ich es doch zurück. Nein, ich nehme gar nichts zurück. Wir schaffen das. Das war ein kritischer Treffer, das war nicht gut. Und wir sind direkt tot? Wir sind direkt tot. Okay, ich glaube, wir hätten vielleicht doch ein bisschen mehr Vorbereitung haben sollen. Egal, greif ihn an. Na los. Mädchen? Nicht Fehlschlag. Danke. Na komm schon. Nochmal. Hab doch nicht immer einen Fehlschlag. Gott sei Dank, immer trifft der zweite. Können wir sie sammeln und sie steht dann wieder auf? Ja, sehr gut. Sind wir angegriffen, wenn wir weggehen? Nein, wir gehen weg. Ich weiß nicht, ob wir erstmal den Typen hier umbringen sollten oder die Außen herum, aber ich glaube erst den Typen, weil der ist ziemlich stark. Oh, nice. Schattenherz, sehr gut machst du das. Mit dem Fehlschlägen, das ist gut. Alles gut, wir machen das. Wir kriegen das hin. Ich hau ab. Da oben ist niemand. Wilde Magie? Was? Bis zu deinem nächsten Zug kannst du Bonusaktionen ausführen, um dich zu teleportieren. Ja, aber ich habe doch gar nichts mehr, um was zu machen. Danke, aber ich habe nichts mehr. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Gedankenverbindung? Er leidet ein Malus von -2 Rüstungsklasse und ist verwundbar. Oh. Darum müssen wir uns kümmern. Das ist gar nicht gut. Wo war das mit der Furcht? Das können wir nicht benutzen. Okay. Finte. Wir nehmen die Finte. Warum nicht? Oh, das war ein kritischer Treffer. Sehr gut. Auch wenn er nicht wirklich viel Schaden gemacht hat. Können wir aber abhauen? Wir können abhauen. Sehr gut, wir müssen ein bisschen Abstand haben, das ist wichtig. Wenn wir immer in Bewegung bleiben, dann ist es vielleicht, dann funktioniert das vielleicht ganz gut. Kannst du ihn bitte angreifen, Astarion? Ja, er ist fast tot. Nice. Oh nein. Ach, Gott sei Dank, Fehlschlag, Astarion. Oh, dass wir tot sind, ist ärgerlich. Warum sind wir so schwach? Komm, bring ihn um. Immer dieser Fehlschlag am Anfang. Bring ihn um. Ah. Der hat ja auch nur 10%, aber trotzdem. Komm, steh auf. Und du gehst ein bisschen weiter weg. Ich glaube, wir müssen erstmal die Außen herum umbringen. Die machen die Verbindung stärker. Kann das sein? Der Zustand endet, wenn die betroffene Kreatur Schaden zufügt. Das ist ja eher, ne? Eigentlich müssten wir ihn doch umbringen können. Kann ich mich heilen mit dem guten Heiltrank? Ja. Danke, das brauchte ich. Jetzt kann ich zwar nichts machen, aber ich kann mich wenigstens versuchen, am Leben zu halten. Sehr gut, Astarion. Werde ich einfach weiter, das reicht. Wir brauchen nur Zeit. Hauptsache, die Zeit ist auf unserer Seite, dann können wir gar nicht verlieren. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Oh, hätte ich doch noch die Geister eben nicht benutzt. Verdammt. Wir heilen ihn. Immerhin greift er gut an. Muss ich da an ihn rangehen dafür? Oh Gott, muss ich. Ich würde gerne wieder gehen. Tschüss. Die Waffe können wir einmal zaubern. Können wir gut gebrauchen. So, jetzt aber. Bring ihn um. Geht das echt gar nicht, weil er diese Gedankenleute hat? Verdammt. Wenn ja, war das ein großer Fehler, dass wir da angegriffen haben. Das war verschwendet. Das können wir uns an die echt nicht leisten. Nein, und sie kriegt mehr Schaden. Das ist auch nicht gut. Alles gut, wir machen das. Verängstigt dein Ziel. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir machen das. Wir machen das. Komm, schlag ihn. Wieso hast du so viele Fehlschläge gerade? Sehr gut. Sehr gut gemacht. Einmal bitte heilen. Hast du gut gemacht, Lazelle. Das ist nicht gut. Okay, Schattenherz kann es noch ab. Alles okay. Was? Der hat uns gerade gewonnen, hat das?
Was? Oha, können wir doch uns das Schriftrollen. Komm schon, da muss doch irgendwas Gutes dabei sein. Eine Feuerwand, Feuerball, Papierberührung, Verbandung, Schwimmen, Totstellen, Zerbersten. Ah, ist hier nicht irgendwas, was uns mehr hilft? Ich glaube, wir nehmen den Feuerball. Und auf sie, auf ihn. Oh, das hat kaum Schaden gemacht. Verdammt. Nein, 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 ich hau nicht ab. Kann ich runterspringen oder so? Nein, kann ich nicht. Aber wir können nochmal angreifen, das ist gut. Können wir den hier angreifen, bevor er Lazelle angreift? Aus dem stirbt er dann, das ist gut. Nice, der ist tot. Sehr gut. Okay, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir seine Verbindungen loswerden. Ich glaube, das hilft uns gerade sehr gut aus. So, sieh einmal. Bitte greif mich nicht an. Oh, bitte greif nur einmal an. Oh, Astarion, nein. Oh, mobbt mich alle nicht. Was ist denn das? Oh, das ist gar nicht gut. Okay, sammeln einmal bitte. Und jetzt greif ihn an. Den entwaffneten Kampf. Bitte, ich hoffe, das funktioniert. Komm schon. Sei Dank. Der ist direkt gestorben. Die sind ja stark. Das ist doch Wahnsinn, wie stark die sind. Sehr gut. Gut, dass wir Lazelle haben. Oh, und sie ist direkt wieder tot. Oh, wie weit bist du denn gerade gesprungen? Bitte fass mich nicht an. Bitte fass mich nur einmal an. Oh. Mein Gott, lass mich in Ruhe. Können wir abhauen? Wir können nicht abhauen. Oh, das ist gar nicht gut. Haben wir irgendwas, womit wir fliegen können oder so? Pederfall, das ist... was ist das? Heil deine Verbündeten und erhöhe ihre Trefferpunkte. Ist das alles in der Umgebung? Okay, das ist okay. Mich selbst kann ich auch heilen. Wie viel Leben habe ich? 8! Gott. Ich muss irgendwas machen, um abzuhauen. Ich glaube, der Typ vor mir... Furcht? Komm schon. Ich muss das so machen, dass Lazelle nicht getroffen wird. So? Es hat funktioniert! Es hat funktioniert! Weg mit dir! Auch wenn unten jemand ist, der uns angreifen kann, aber hau ab. Wir haben immer noch das, die Bonusaktion, dass wir weiterlaufen können. Komm schon. Kannst du bitte einmal zu dem fliegen und ihn angreifen oder so? Bringt nichts, den anzugreifen, oder? Nein, er kriegt nur Fehlschläge, bis wir was machen. Aber wir konnten noch nicht abhauen. Bitte bring ihn nicht um. Du hast Astarion umgebracht. Du Monster. Oh Mann. Das kann doch nicht wahr sein, dass er Astarion umgebracht hat. Komm schon, stirb. Oh, Fehlschlag. Wie viel Leben haben wir? Ne, wir nehmen Heilung. Wir müssen vorträglich denken. Ich speichere. Wir haben nur noch 2 Gegner. Wir machen das. Deine ist aber noch verängstigt. Das ist gut. Es ist gut, dass der eine noch verängstigt ist. Komm schon. Stirb endlich. Wieso kann ich ja nicht so oft angreifen? Ist das der Trank? Ja. Oh mein Gott, der Trank ist ja OP. Okay, der Trank, der aussieht, als ob er von Asterix kommt. Den müssen wir uns merken. Der ist super. Der hilft uns. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte da wieder rausgehen. Wie höre ich auf, das zu machen? Keine Ahnung. Nochmal den. Er ist fast tot. Können wir da hochfliegen und ihn angreifen? Können wir nicht. Wir bleiben mit der Waffe da. Für nächstes Mal. Oh, bitte lass er in Ruhe. Bitte stirb nicht, Lazelle. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Okay. Sehr gut. Jetzt können wir ihn angreifen. Jetzt können wir ihn angreifen. Er wird sterben. Wieso ist denn da ein Fehlschlag? Was ist denn noch an ihm dran? Ich verstehe es nicht. Hat er irgendeine Resistenz? Sollte ich mal vielleicht gucken. Der hat keine Resistenzen. Warum stirbt er denn nicht? Ich krieg da auch Fehlschläge bei dem Mann. Das ist gar nicht gut.
Kannst du nicht hier hochfliegen, bitte? Kann ich nicht. Oh, wir sind tot mit Lazelle. Ja, Fehlschlag, komm nochmal. Oh, er wird zu uns kommen. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Wir haben noch 8 Leben. Ich bin so tot. 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 Das kann doch nicht wahr sein. Der hat so wenig... Der Typ hat so wenig Leben. Komm schon. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ja, du Profi. Ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet. Ich dachte, wir sterben. Wie cool. Nice. Oh, was ist das denn? Riesengetjanki? Oh Gott, bitte nicht noch ein Kampf. Ich will aber nicht. Ich... Okay, es ist... Oh, das ist Flecken. Oh, wir niederknien. Das ist doch die Gottheit. Ich will nicht Stress anfangen mit einem Gott. Bitte, bitte töte mich nicht. Ich kann nicht mehr kämpfen. Das, was wir gerade gemacht haben, war super, aber ich kann nicht mehr kämpfen. You bear that which is ours. But are you friend or are you thief? Eindeutig Freund. Auf jeden Fall Freund. Ich habe es nicht gestohlen. Es hat mich gefunden. Freund, ich bin hier, um es euch zurückzugeben. Absolut nicht, auch wenn es die Göttin ist. Nein. Weder noch, ich möchte mich von einer Larve befreien lassen. Ist das wichtig? Ich habe es euch zurückgebracht. Euch? Ich habe es gefunden. Es ist mein. Nein, es hat mich gefunden. Ich habe es nicht gestohlen. Aber nicht für dich, nein? We will test you to assess whether you deserve reward or punishment. Was? The astral prison. It is corrupted. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blight. Ja, unser Beschützer, oder nicht? Agent of the Grand Design, sent to sabotage the Astral Prison. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the prism is compromised. Da ist so viel Blut um uns herum. Find one inside and kill them. Was? Be aware. They are not alone, and they will appeal to your trust. They are not to be believed. You must accept. Refuse and know my fury. Das interessiert mich doch nicht. Ich kann so viel Gotteszorn auf mich ziehen, wie ich möchte. Und ich traue weder dem Typen in Prisma oder uns beziehungsweise unserem Beschützer, als auch dir nicht. Also, ich traue euch beiden nicht. Ich werde also genau das machen, was ich möchte und nicht den Typen im Prisma umbringen, weil soweit ich weiß, hat er uns bisher beschützt, auch wenn er wahrscheinlich eigene Motive hat. Trotzdem hat er uns bisher beschützt. Du versuchst uns hier rumzukommandieren als Göttin, was mich absolut nicht interessiert. Also nein, du bist nicht meine Göttin. Dieser Traumbesucher im Artefakt, diese Person, ich kann sie nicht töten, sie schützt mich vor der Absoluten. Aber wir können versuchen, ihre Gedanken zu spähen, ne? Oh, es endet nicht gut. Die wird wütend werden. Niemals, ich arbeite nicht für verblendete Tyrannen. Könnt ihr die Person darin nicht selbst töten? Ich dachte, Götter wären allmächtig. Ja, eigentlich ja, aber die scheint ein großes Ego zu haben. Ich möchte nicht getötet werden von einem Gott. Ich traue der Sache nicht. Ich kann sie nicht töten. Es geht nicht. Absolut nicht. Nicht, wenn du so redest. Nein. Macht es doch selbst, wenn ihr Göttin seid. Nein, nein. Vielleicht befreie ich die Person darin, ja. Bitte bring mich nicht um deswegen. Ja. Als ob das einen Unterschied macht. Jeder Githyanki bisher wollte mich umbringen. Also es ist komplett egal, ob sie mich jetzt durch Wut umbringen, wegen der Göttin oder nicht. Das macht absolut keinen Unterschied. Huch, du lebst noch, Schattenherz? Was habe ich gerade alles bekommen? Das war voll viel. Ein Hühnerei? Warum hat der Mann ein Hühner bei sich? Oh, Astarion. Ich muss dich wiederbeleben. Das ist wichtig. Habe ich keine Schriftrolle mehr? Oh, hups. Einer von euch hat eine Schriftrolle. Das weiß ich. Hast du eine gehabt? Du hast sogar 5. So, du kannst bitte einmal wieder leben. Wäre traurig, wenn du tot wärst, Astarion. Größte Frechheit, dass er überhaupt so lange auf dich eingeschlagen hat, bis du gestorben bist. Bist du blau? Oh Gott, der sieht ja furchtbar fertig aus.
Ja, Lazelle sagt nichts dazu. Ich meine, sie war nicht wirklich fähig, mit uns zu reden, während wir diese Entscheidungen getroffen haben. Und wir haben jetzt die große Entscheidung, in dieses Prisma reinzugehen. Ich muss sagen, es interessiert mich eigentlich ziemlich, da reinzugehen, weil... Wer wartet auf uns? Wer ist diese Person, die... uns das alles hier steuert? Wer ist diese Person, die bisher mit uns geredet hat? Ich würde es gerne wissen. Aber ich weiß nicht, ob ich reingehen sollte. Wir wissen ja bereits, dass alles Konsequenzen hat in diesem Spiel. Und diese Black, ich traue da, glaube ich, sogar noch weniger als der Person im Prisma. Und die will nicht, dass wir da reingehen. Sollen wir da reingehen? Oh, ich weiß es. Können wir da reingehen und nichts machen? Ich weiß nicht. Der hat gesagt, er wird versuchen... Also die Person wird versuchen, an unser Vertrauen zu appellieren. Heißt das, dass wir die Option haben, drin nicht zu töten? Aber wenn ich da reingehe... Ich weiß es nicht. Ich würde ja das Vertrauen brechen zu der Person, die da drin ist. Also unserem Wächter. Aber andererseits ist mir das auch egal, weil ich vertraue unserem Wächter auch nicht. Ich vertraue dem wirklich nicht. Ich könnte aber nicht schwach da reingehen. Ich müsste erst schlafen gehen und dann... Aber andererseits habe ich auch wieder Angst, schlafen zu gehen, weil ich kenne das. Bei... Seitdem wir... Huch, war das schon immer offen? Ja, seitdem wir das eine Mal schlafen gegangen sind, ist alles verbuggt gewesen in unseren Quests und so. Deswegen lief das nicht so gut. Ist nicht gut geendet. Also traue ich mich endlich nicht so recht, schlafen zu gehen. Ich werde erstmal alles hier looten im Umkreis und... Oh, ich weiß nicht, sollen wir reingehen? Sollen wir nicht reingehen? Oh, ich weiß es nicht. Einerseits will ich unbedingt da reingehen, aber andererseits, wenn wir das Vertrauen brechen, selbst wenn wir kein Vertrauen zu dem der Person haben, diesen Beschützer haben, wenn wir das brechen, beschützt er uns dann nicht mehr? Und das ganze, der ganze Kampf hier war ja dafür da, dass wir beschützt werden, dass wir das verteidigen, dass wir beschützt werden. Und das eben nicht rausgeben, unser Prisma, unsere Waffe, den einzigen Schutz, den wir haben. Das, Information zur Waffe. Inmitten der komplizierten Schnitzereien auf dieser Tafel steht wiederholt ein Wort in der Gemeinsprache hervor, dein Name. Mein Name? Das ist aber nicht so gut. Oh, hier. Hier steht irgendwas mit Voss. Voss wäre der Drachentyp, oder? Die Tafel ist eng mit einer eingeritzten Inschrift überzogen. Einige Worte wiederholen sich. Voss, Hashralak, Vlekis, Loyalität. Über den Text befindet sich eine Notiz in der Gemeinsprache. Voss, Verräter. Voss ist ein Verräter? Wieso das denn jetzt auf einmal? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Ich verstehe hier absolut nichts mehr. Manu, sollen wir da reingehen oder nicht? Ich loote erstmal weiter. Ich glaube, ich werde reingehen. Ich glaube, aber vorher müssten wir eigentlich... Was? Was haben wir aufgehoben? Das Blut von der Thunder haben wir aufgehoben? Was? Wo? Ich bin doch gerade bei Neuesten. Hier ist nichts. Oh, das ist ja Bernstein. Ist das Blut von Lathander der Bernstein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben doch auch noch diese Platte, die wir nicht benutzt haben. Huch. Was steht da? Lathander blesses the rising bountiful sun. Die herrlich aufgehende Sonne. Und was steht hier? Lathander bids the setting sun a fond farewell. Und wenn wir die Statue betätigen, was passiert denn? Ach, wir können sie drehen. Moment, was steht da? Lathander blesses the rising bountiful sun. Also im Osten soll die Sonne, oder nicht? Ja, nie ohne Seife waschen. Im Osten geht die Sonne auf. Also im Osten. Und der andere müsste denn... Das ist die Untergehende? Lathander bids the setting sun a fond farewell. Also dann im Westen. Oh, wir haben... Das war ein Würfel, den wir machen mussten. Wir mussten... Und wir haben ihn bestanden. Ein Stärkewürfel mit unserem Charakter? Ha? Oh! Oh, cool! Nice, da müssen wir gleich hin.
Aber das geht schon wieder weg, ne? Da ist schon wieder eine Tür. Wenn wir jetzt weggehen, haben wir die Option mit dem Prisma nicht mehr. Können wir erstmal das Prisma machen und danach da unten hingehen? Ist das ein Ausgang? Oh, ich weiß nicht, sollen wir dieses Prisma, sollen wir da reingehen oder nicht? Ich glaube, wir werden reingehen. Ja, wir werden reingehen. Wir gehen rein. Aber erst gehe ich ins Lager, erst speichere ich. Und erst gehe ich ins Lager und schlafe. Ich kann nicht ins Lager gehen. Ich werde wieder irgendwas verbacken, wenn ich das mache. Okay, wir werden ins Prisma reingehen. Ja, wir gehen ins Prisma.